der Jugend von heute vieles sehr bequem gemacht. Den Zeitvertreib und das Geld ausgeben. Die hübschen Spielautomaten zum Beispiel, die der Geschäftssinn der Erwachsenen ihnen in die Hand gibt. Geduld und Übung machen den Meister. Wer wagt dann, der Jugend einen Vorwurf zu machen? Doch einige wollen mehr. Sie wollen nicht in der Schuld der Jugend bleiben. Sie wollen höhere Ziele stecken. Sie wollen, dass sie größere Gedanken denkt, dass sie beispielsweise freiere, reinere Luft atmet. Und zu allem wollen sie, dass sie zusammenbleibt. Denn ohnehin drängt Jugend zu Jugend. Solche und ähnliche Gedanken beschäftigten vor einem halben Jahrhundert den heute 85-jährigen Lehrer Richard Schirrmann. Er fand eine Lösung im Jugendwandern. Er selbst wandert noch heute rüstig seine 10 Kilometer täglich, wenn auch nicht mehr auf dem Boden seiner Heimat, die jetzt jenseits von Oder und Neiße liegt. Er war davon überzeugt, dass ohne billige Unterkünfte das Jugendwandern nicht möglich wäre. Zusammen mit dem Fabrikanten Wilhelm Münker richtete er im Jahre 1912 auf Burg Altena die erste Jugendherberge ein. Die erste in Deutschland, die erste in der Welt. Die Sache war von Anfang an so gut durchdacht, dass dieses Urbild aller Jugendherbergen Vorbild für alle späteren wurde. Nur Jugendliche werden aufgenommen und nur Wanderer zu Fuß oder zu Rad. Außerdem muss man Mitglied des Deutschen Jugendherbergswerks sein. Die Gebühr dafür ist gering und je Übernachtung zahlt man eine Mark. Mit Vorliebe nisten sich die Jugendherbergen in alten Burgen oder in Stadttoren ein. Es träumt sich so schön innerhalb der alten Mauern, aber es gibt davon nicht allzu viele. Deshalb hat man bald auch Neubauten errichtet, immer besser ausgestattete Häuser. Sie sind heute auf dem Gebiet der Bundesrepublik so dicht angesiedelt, dass keine von der anderen weiter entfernt liegt als einen Tagesmarsch. Im Bundesgebiet gibt es heute 780 Jugendherbergen. Jährlich zählen sie annähernd 10 Millionen Übernachtungen. Von Deutschland aus verbreitete sich der Gedanke Richard Schirrmanns bald über die ganze Welt. In 35 Ländern aller 5 Erdteile bestehen heute Jugendherbergsverbände. Deutsche wandern in Burgund, Schotten am Rhein, Holländer in Bayern. Nur das Stückchen Erde, das man Schritt um Schritt durchwandert, lernt man richtig kennen. Und in der Jugendherberge gewinnt man neue Freunde. Nationale Vorurteile schwinden. Hat auch die Motorisierung ganz neue Formen des Reisens entwickelt, die Wanderung zu Fuß oder mit dem Fahrrad hat sie nicht verdrängen können. Fahren und auf Fahrt gehen ist zweierlei. Der Wanderer reist nicht, um anzukommen, sondern um unterwegs zu sein. Wo sonst noch darf er sich so frei und ungezwungen bewegen, wie auf der Wanderschaft. Kein Gedränge von Menschen. Keine Verkehrsampel hemmt den Schritt. Kein tönendes Signal zwingt zu steter Aufmerksamkeit. Hier in der freien Natur spürt man noch den Zusammenhang alles Geschaffenen. Auf ihrer Wanderung streifen die jungen Menschen mittelalterliche Städtchen wie Bacharach am Rhein, oder so romantische Orte wie Heidelberg. Unverlierbar prägt sich das steinerne Wunder des Kölner Doms ein. Am Abend aber nimmt sie immer die gastliche Jugendherberge auf. Längst sind aus den bescheidenen Unterkünften stattliche Häuser geworden, die sich in ihrer Architektur dem jeweiligen Stadt- oder Landschaftsbild anpassen.
Für den Bau der Häuser nimmt das Jugendherbergswerk die Unterstützung von Gemeinden, Ländern und dem Bund in Anspruch. Für ihren Unterhalt stehen Mittel aus dem Bundesjugendplan zur Verfügung. Dennoch ist und bleibt das Jugendherbergswerk eine private Organisation. Wer ihr beitreten will, tut es freiwillig. Jeder, der ankommt, wird als Gast behandelt und vom Herbergsvater mit Handschlag begrüßt. Schon ist die persönliche Atmosphäre geschaffen. Der Ausweis wird überprüft und für gut befunden. Renate und Monika kennen die Hausordnung schon. Sie ist überall gleich, denn sie versteht sich von selbst. Am besten, man hält sich also daran. Befreit von den schweren Schuhen schaut man sich erst einmal um. Der Weg unter die Dusche wird zum Vergnügen. So blitzsauber wie hier in der Küche der Jugendherberge Horn in Westfalen geht es eigentlich überall zu. Das Essen ist billig und schmeckt nach der Tageswanderung noch einmal so gut. Wem aber selbst diese eine Mark fürs Essen zu viel ist, der findet in jeder Jugendherberge Gelegenheit, sich selbst sein Mahl zu bereiten. Selbstverständlich fügt man sich der Hausordnung. Es ist nicht anders, als gehöre man zu einer großen Familie. Es darf getrost auch einmal regnen. Langeweile kommt nicht auf. Zug um Zug bleibt man am Gegner, bis die Köpfe rauchen. So schön es auch in den neuzeitlichen Jugendherbergen ist, die Großstädter und die Ausländer, die einen erheblichen Teil aller Gäste darstellen, suchen auch die Romantik. Sie finden sie am sagenumwobenen Rhein mit seinen Ritterburgen, wie hier auf Burg Stahleck. Die Idee der Jugendherbergen hält auch die moderne Jugend gefangen. Sie führt die Jungen und Mädchen der Welt immer wieder auch nach Deutschland. Deshalb geht es im Hof so mancher deutschen Jugendherberge ebenso international zu wie in der Halle eines Flughafens. Dort fehlt aber eines: das einigende Band, das hier unsichtbar die jungen Menschen umschließt. Ihr Optimismus und ihre Unbeschwertheit. Eine Unbeschwertheit, die sie auf ihre Art gemeinsam äußern.